So, warte, jetzt mit dem 9 angespielt. Wir sind halt auf Oceans Live. Das ist ein, französischer Server. Ich kann kein Französisch, deswegen wird das wahrscheinlich jetzt eine lustige Folge. Und schau mal ganz kurz unten auf diesen Text, wo der gerade unten durchläuft. Oh, jetzt ist er weg. Weil, das Lustige ist nämlich, dieser weiße Text hier läuft nämlich manchmal bis hinter diese Leiste da. Also, wenn man hier zum Beispiel die Leiste drüber zieht, dann läuft quasi der Text fast perfekt, ja, weiß auf weiß in diesem Chatfenster drin. Ich finde es irgendwie echt lustig. Also, naja, gut. Also, jetzt muss man momentan gerade, da läuft einfach da mitten durch. Zuerst dann dachte ich mir irgendwie, das ist vielleicht irgendwas, keine Ahnung. Aber, nope. Keine Ahnung. So, hier gibt es auf jeden Fall einen Guide. Das so viel kann ich lesen. Das heißt, scheinbar buff mich. Französisch ist echt eine komische Sprache. Options verstehe ich. Das weiß ich, das muss ich anklicken. Das klingt auch ganz gut. Monterelles. Ich habe keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Warte mal, Sound? Haben wir Sound? Wir haben keinen Sound. Warum keinen Sound? Okay, Sound haben wir überhaupt keinen. Auch in Ordnung. Chef. Chef Todemir. Totem. What the fuck? Nennt sich das wirklich so? Okay, Exchange fürs Kolosseum verstehe ich. Kolosseum betreten. Oh, eigentlich mal ein anderes Fenster im Hintergrund und nicht dieses komische, fette, untransparente Kackding da. Das finde ich schon um einiges besser. So, okay. Ja. Der Server hat auf alle Fälle schon echt coole Features. Also, ich muss echt mal sagen, ich spiele den Server jetzt nicht einfach an, so zum Spaß. Also, ich meine, klar, natürlich schon auch bitte zum Spaß. Weil, wie gesagt, ich verstehe kein Französisch, absolut null. Ich mache es nicht nur aus Spaß, sondern weil der Server halt wirklich echt einiges bietet. Und ich bin der Meinung, es ist momentan echt einer der wahrscheinlich besten Server, die es momentan gibt. Nur leider kann ich kein Französisch. Die haben hier, ja, die haben hier, ich weiß es nicht, ich kann es nicht mal beschreiben, wenn ich es nicht lesen kann. Es ist ein Fenster mit Mobs drin. Ich habe keine Ahnung, wie man da drauf kommt. Vielleicht kann man es irgendwie, oh Gott, Assistance. Ach genau, da ist schon mal ein so Ding. Man kann zum Beispiel sich hier Aprotect erfarmen, wenn man sich hier diese drei Quest-Items farmt. Das gibt es dann für alles Mögliche. Was ich echt ein richtig, richtig, richtig geiles System finde. Es ist dieses Crafting-System. Ich weiß, viele mögen das nicht. Aber wenn es wirklich übersichtlich ist und wenn man hier wirklich sieht, okay, man kriegt 5 davon, wenn man 25 von den drei sammelt, dann ist das Crafting-System meiner Meinung nach schon extrem geil. Also ich persönlich find's cool. Dann gibt es noch ganz andere Sachen. Teleporteur. Oh, scheiße. Wie heißen ja anders? USS Darkon. Ist das geil. Da gibt es schon noch ein paar Custom Dungeons. Wilds sieht ja sehr eigenartig aus. Warum ist hier so durchsichtig? Lol. Was haben die da verkackt? Okay, strange. Volcano, das verstehe ich noch. Das ist ein neuer Dungeon scheinbar. Das ist ein neuer Dungeon, das ist ein neuer Dungeon, das ist ein neuer Dungeon. Vielleicht kannst du hin teleportieren. Mal kurz anschauen, was hier alles so ist. Ah, das hier heißt für Waffen, genau. Information. Verstehe ich eh nicht. Es sind Alberts. Alberts Level 1. Wo sind wir jetzt eigentlich hier gerade? Ach, wir sind Flares, sind wir im Leveln? Ach nee, hier ist ein Dungeon-Eingang. Ah, okay. Partyfinder, auch schön gemacht. Oh, was ist hier? Panel. Was macht das? Hä? Teleport. Ah, Leute, das ist ein User Panel. So ein, okay. Was ist hier? Ach so, okay. Kurz alles durchschauen. Also, wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele coole Features. Ich muss gerade nur, also muss hier zurechtkommen. Auch hier nochmal ein Dungeon. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt schon bin. Wieder ein Flares und noch immer ein Flares. Flares wurde ja scheinbar auch ziemlich stark verändert. Also man sieht hier unten, das ist kein Standard-Flares. Oh, nice. So, 7 Jahre Duration. Ne, ich glaube, es sind 7 Tage. auf alle Fälle ganz coole verändert. Also ist echt ein cooles Flares, muss ich sagen. Ja, dann gibt es noch andere Sachen. Ich würde sagen, einfach jetzt, wir klicken das Ganze einfach mal durch. Hier gibt es einen Ingame-Shop, den ihr leider gerade aktuell sehen könnt. Der ist. Ist das? Ist das wirklich der normale Shop? Warte mal, vielleicht kann ich mal kurz hier
Bildschirmaufnahme. Anzeige 0. Nope, geht leider nicht. Ja, sorry, geht gerade momentan leider nicht. Naja, okay, gut, macht das nichts. Auf alle Fälle schaut irgendwie so aus wie ganz normale Office-Shop. Hier gibt es alles Mögliche an Sachen. Sogar Varuna-Sachen und so weiter. Irgendeine Dropliste wahrscheinlich. Nein, Pet-Filter. Ebenfalls selbst gemacht. Schaut extrem geil aus. Weiß nicht, was genau. Ah, alles auswählen, nichts auswählen, okay. Und auch da. Irgendwas mit Klassen, keine Ahnung. Infos, das ist eine Dropliste oder so. Ach nee, eine Itemliste. Okay. Guardian Bow. PV Max. Also PV sind HP. Crit, das ist klar. Dann gibt es noch andere Sachen wie. Keine Ahnung, ATV Vitalitäts Attack. Keine Ahnung. Toucher, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, wie gesagt. Also, genau, gibt es irgendwie schon mal anders ein Ding, Arme und so weiter. Mal schauen, Forum gibt es noch, dann öffnet sich weiter aus. Oha, es öffnet sich hier quasi wie so ein kleiner Ingame-Shop, nur ein bisschen größer als Forum. Das wiederum ist ziemlich nice. Irgendwelche Systeme, ach, da waren wir schon drin, genau. Teleport haben wir schon gesehen. Genau, Support über den Client. Hier, andenken. Das ist wieder irgend so ein komisches Ding. Bestimmt komplett unwichtig. Informationen über die Klassen. Oha, jetzt muss ich gerade das Balancing, beziehungsweise die sag schon hier. Das Scaling von HP, MP und so weiter, was schon ziemlich geil ist, finde ich. Also, das sieht man auch nicht überall. Das ist schon geil. Ist echt nice. So, was haben wir sonst noch hier alles? Album, die Karte. Das wollte ich sagen. Das habe ich vorher gesehen. Genau. Das ist irgendein Ding. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber schaut extrem geil aus. Das Ding ist von der Rarität her normal. Niveau braucht's. Sorry, Nivea braucht's 1. Vor 1, int 1. Also vor was genau? Muss ich schnell spicken. Int. Vor, hier Stärke. STR. STR ist vor. STR plus 1, int plus 1. Das sind scheinbar irgendwelche Sammelpads, die irgendeinen Effekt geben. Gibt scheinbar ganz, ganz viele. Und die werden scheinbar besser, die Pads dann. Und das ist ein cooles System. Gibt es auch noch irgend so ein komisches Ritual da oder was auch immer das darstellen soll? Irgendwie Sonne, Mond, zwei Planeten. Irgendwie so sehr, sehr. Naja, gut. Irgendwelche Slots gibt es noch. Also, wie gesagt, ich kann auch nicht sagen, was es genau bedeutet, aber es schaut cool aus und ist irgendwie was anderes einfach und schaut irgendwie nice aus. So, genau. Level required 15. Ist ganz nice. Teleporter. Teleporter. V, Partyfinder, okay, das ist relativ nice. V, wie heißt die Party? Ist das hier? Rejoindre, oder was auch immer das heißt. Ich glaube, was ist das für ein Ding? Das Ding schaut geil aus. Oh, lol, ist doch was. Und Coupon, lol, das ist ja geil. Ich kann nicht mal mit VSD laufen. Hä? Ach so. Kann trotzdem nicht mit W laufen. Lol. Okay, interessant. Teleportation. Flares. Jetzt ist ein XP-Event gestartet. 50% XP, 50% Putin. Le Putin, was auch immer. Warum kann ich hier nicht laufen? Gibt es irgendwie ein Steuerungsding? Infos Monstres. Oha. Eine Monster-Info. Holy shit. Also, ist schon geil. Also, okay, wie gesagt, es ist in einer Sprache, die keiner versteht, aber es ist geil. Also, wäre das Server hier irgendwo auf Englisch oder so, ich glaube, der hat echt einen ziemlich, ziemlich, ziemlich krassen Erfolg. Also, hier sogar nochmal mit den Droplists und so weiter. Also, das ist schon geil. Ein S-Protect können die Dinger hier droppen. Ach, die Mobs können hier alle die Schutzrollen droppen, oder wie? Godzilla. What? Leute, der droppt Sammelpads oder was sind denn das? Irgendwas droppt es auf alle Fälle. Was cool ist.
Akuntrap. Also, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, aber es ist geil. Also, wie gesagt, ich feiere das Ganze gerade echt so ein bisschen. Irgendwelche Mobs, die ich noch, von denen ich noch nie gehört habe. Okay, vielleicht liegt es einfach daran, dass die irgendwie auf Französisch sind oder so. Servant du mal, genau, serve du mal. Servier du mal. Irgendwelche Karten, Eventmonster. Ich verstehe nicht, was das hier alles ist, aber es ist cool. Ich habe wahrscheinlich gerade einen Pumpkin-Mob gefunden, also so einen Halloween-Mob. Alles mögliche, jetzt gibt es hier. 0,1% auf so ein Ding. Holy shit. Also ungefähr 1% pro Mob, dass mir irgendwas droppt. Okay, gut. Wir schauen uns mal ein bisschen weiter um. Wikipedia der Monster war das gerade. Infos Objekt. Das ist okay. Filter. Temps Instanzen. Also wahrscheinlich Dungeon. Dingens sind da. Das Player-Menü. Was tut das? Was ist das? Ist gut? Okay, nice. Ja, gehen wir weg. Was gibt's da alles drin? Oh, kein Shop, okay. So, ist gemacht. Ich muss irgendwie Piraten killen. 50 Piraten, okay, nice. Adventure, das klingt nach Shop, genau. Okay. Viel Zeug. Sehr viel Zeug. Irgendein Objekt, vielleicht Trancy oder so, ich habe keine Ahnung. Spielt zu lang, Flife. Es gibt ja so viele neue Fenster irgendwie und alle heißen ganz komisch. Okay, das ist auf alle Fälle ein Cloud Changer, das ist schon mal relativ safe. Cape, ups, da habe ich es aufgemacht. Umhänger und so, was gibt es da für Umhänger? Oha, nice. Wieder ein Ding, wieder ein Shop, da gibt es noch Karten zum Kaufen. Gott, Alter, was hier alles gibt. 5 Milliarden Shops irgendwie. Lol, was ist da drin? Lol, da sind Power-Ups drin. Die findet doch kein normaler Mensch, oder? Fashion. Was ist das für ein cooles Ding? Oh, ich hab irgendwas gemacht. Ich hab irgendwas kaputt gemacht. Shit, ich hab's kaputt gemacht. Ah, das war Shop-Map. Lol. Oh, nice. So, Shop-Map. Das sind 60 Pierinen, wo das verkauft wird, okay. Ich will immer noch mit WASD laufen, Mann. Komme ich wieder aus dem Shop raus, muss den Shop schließen. Lol, ich laufe immer ansonsten mit W raus. Gibt es nochmal 300 Perien? Was sind das hier? Perien, 300 Perien für eine B-Herxt. Okay. Aber es ist halt trotzdem irgendwie cool gemacht, muss ich sagen. Also ich mag das Ganze irgendwie. Also mir gefällt das aber schon irgendwie echt ziemlich. Hier ist auch nochmal Dex plus 15, Monster Buff Level 5. Ach, das war wahrscheinlich gerade, wo wir gerade angehört haben. Interessant. Gibt es irgendwie auch noch verschiedene Model Viewer, die wir uns mal kurz anschauen können. Und zwar ist es ja auf alle Fälle wert, angesehen zu werden. Mann, geht nicht. Wie geht das? Irgendwas muss man klicken. Tja, keine Ahnung, wie, was genau. Auf alle Fälle ist ein cooler Model Viewer und dann kann man auf alle Fälle alles Mögliche auswählen und ranzoomen und drehen und so weiter. Und brutal. Gibt es wie gesagt auch noch so ein anderes, so ein Quest-System. Ich bin nicht sicher, ob das ein Quest-System ist oder irgendwas anderes. Das Ding nennt sich Quetes Mondiales. Oh Gott, ich finde es nicht. Keine Ahnung, wo es ist. Vielleicht ist es auch schon outdated. Ich muss gerade nicht mehr ein bisschen spicken im Forum. Oder in der Vorstellung. So gibt es auch nochmal wie im Office gleiches System. Also voll V19, V20 wahrscheinlich. Hier ist Cash Shop. Exchange. Hier gibt es so viele Sachen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Ein Stop. Ein Trail Stop. Okay. Irgendwie keine Ahnung, was das hier alles ist. Also irgendein automatischer Buff für 15 Stunden. Irgendwelche Tickets. Eden-Tickets. Also halt irgendwie echt trotzdem geil Design. Das passt jetzt nicht wirklich zu den Tickets dazu und auch das passt absolut nicht dazu. Aber trotzdem cool gemacht. Also mir gefällt das Ganze ja schon irgendwie. Sorry, wenn ich hier gerade nur in der Stadt rumstehe. Gilde Next. Okay, Station. Was gibt's da alles? Leute, fliegende NPC. Das habe ich noch nie gesehen. Also wahrscheinlich halt, ja, wobei, es ist diese Psy-Animation und halt mit dem Flügel dahinter. Das ist wahrscheinlich nicht so schwer zu machen. Neue Bikes oder so, ich weiß es nicht. Kostet plus 55k. Mal schauen. Was machen die so cooles? Fliegen ab Level 1. Nice.
Lol. Ach so, okay. Why not? Ist ja pixelig, aber. Teleporter. Irgendein Explorer. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wie gesagt, es ist cool, aber ich weiß es nicht. Clockworks. Level. Final Boss. Ah, mit Trabrad und so. Oha. Also, wie gesagt, ich find diesen Server echt geil. Also, ich meine, ich habe schon viele Server jetzt gesehen. Aber dass man tatsächlich hier sowas hat und so, das ist halt schon. Also, das ist schon echt geil, muss ich sagen. Es ist halt. Ich meine, okay, eine Dropliste und so ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen jetzt nichts Besonderes. Aber ich finde halt einfach schon. Also, sowas gerade, dieser Ding hier, wenn man hier noch zum Beispiel sehen würde, wie viel Damage der macht. Wobei, gibt es sogar extra eine Liste. Also, ich finde es halt schon nice. Kannst dich hier halt absolut voll informieren, musst nicht raustappen, ingame nachschauen, ins Forum gehen und so weiter. Also, ich find's nice. Altime? Leute, das schaut ja ganz anders aus. Irgendwie mit einer anderen Schriftart, beziehungsweise Größe. Also, wie gesagt, ich muss sagen, ich bin schon echt ziemlich geflasht und es wäre richtig geil, wenn es diesen Server mal auf Deutsch oder zumindest auf Englisch geben würde. Weil. Also, ich wäre der Erste, der drauf spielen würde. Pierre Sharp. Also. Ich find's nicht schlecht. Ich finde den Server echt nicht schlecht. Ohne Scheiß jetzt. Oder wenn ich zumindest Französisch könnte oder so. Dann würde ich hier auf alle Fälle drauf spielen. Nur. Oh Gott, was ist denn hier? Followen. Survive ist Followen. Ja, Suvire. Keine Ahnung. Wenn es irgendeine andere Sprache wäre, wie, keine Ahnung. So Richtung. Oh, come on. Mann. Ich bin so gewohnt mit WASD. Wenn es eine andere Sprache wäre, wie, keine Ahnung, Niederländisch, Dänisch oder irgendwie sowas in der Art, dann wäre es noch machbar, aber so momentan gerade. Was kriege ich alles? Ich kriege einen Rochen. Ist es ein Mount? Boah, sag bloß, das ist ein Mount. Okay, man kann damit fliegen, aber. Boah, das heißt, Mount wäre geil. Ist trotzdem geil. Oh, ich will mit WASD laufen, Mann. Das regt mich gerade so auf. Gibt's hier nix irgendwie? Doch, hier gibt's was. Wo ist W? Ich lege mir irgendwas anderes drauf. Hallo, ich will irgendeine andere Taste. Okay, dann legen wir mal K drauf. Wo ist ein. Oh, Scheiße, wo. Warte mal, S? S ist laufen. Wo war, was war denn vorher drauf? Achso, auf W. Wo vorher W war, oder wie? Na, wo, warte. Nein, D. Q. Was ist Q? Okay, Q ist drehen. D ist so drehen. Das ist wieder ein anderes Menü. What? Die haben mir alles umgestellt. Jede Taste hat auf diesem Server irgendeine andere Mode FPS. Oha. Okay. Also doppelt und dreifach belegt. Das ist schon irgendwie echt heavy. Oh, auf Z ist gerade ausgehen. Dann machen wir hier W draus. Ja, endlich. Okay, nice. Ich muss noch nie in Flyve meine Steuerung umstellen, weil ich nicht zurechtkomme. Das ist echt strange. Nein, 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 nicht einsammeln. Boah, ach Leute, es trappt wieder. Nice. Ich finde es aber irgendwie lustig. Mal schnell STR setten. Oh, fuck, ey. Flycards, Funcards. Okay, man muss jetzt zumindest nicht dann extra kombinieren. Petfilter, wo waren wir gerade? Filtrette, irgendwas. Das war kein Filter. Album. Na, Album war es auch nicht. Oh. Wenn ich gerade mal Französisch könnte. Filter der Traub, genau. Filter den Traub. So, choose die Items, die ich aufsammeln will oder so, verstehe ich jetzt mal drunter. Oder wahrscheinlich die nicht aufsammeln will. Habe ich Penny. Okay, das war schon mal genau falsch rum. Traubs fällt dann. Will ich nicht, will ich nicht, will ich nicht. Feuerteam und Electric, das sind Karten. PM und Questies will ich nicht, FP will ich nicht.
PL, Polen. Ich habe keine Ahnung. Klingt alles komisch, egal, ich lasse es mal irgendwie so. Genau, okay, passt schon. Jobklasse. Okay, ich wurde gerade ganz kurz unterbrochen. Das war gerade leicht ungünstig, vor allem in dem Moment. So, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, wo ich war. Wir waren auf alle Fälle bei der Job-Challenge, das sehe ich gerade noch. Deswegen, ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal irgendeine Klasse. Also irgendwie mal so, keine Ahnung, Akrobat. Ach, scheiße, ich brauche wieder Waffen. Ah, kacke. Okay, Dex hat nochmal. Ah, hier steht es nochmal. Four and Dex end. Lol, also. Okay. Okay. Ja, schauen wir ein bisschen weiter nach vorne. Was ist das noch für ein Ding? Ich habe vorhin was bekommen. Das war nicht das, das nicht so ein Anfängerset oder so? Hier ist noch ein Ding. Oh, lol. Lol, was ist denn der in der Hand? Lol, ich habe einen Fisch in der Hand. Ich habe einen fucking Fisch in der Hand. Nicht deren Ernst, oder? Können wir mit dem Fisch kämpfen? Lol, ich kämpfe mit einem fucking Fisch. Okay, aber oh, das ist ein Mochi-Cookie. Lol, ich kämpfe mit einem Fisch. Das ist ja geil. So, Pierre Lu. Okay, irgendwas mit Pierre. Oh Gott, Alter. Filter den Trab. Pierre. Wo ist das Ding? Ori? PL. Ha, ich verstehe. Okay. I understand. Okay, geht jetzt? Ha, Coupon Fly. Nice. Genau, ich setze den Rest immer auf Dexter. Perfekt. Okay, das ist schon mal ziemlich nice. Wie gesagt, wenn ich halt wenigstens. Ah, hab ich die, warum habe ich eigentlich die ganze Zeit so einen komischen Streifen hinter mir? So diesen Fliegestreifen, ne? Lol, das ist irgendwie komisch. Leicht kitschig. So, jetzt muss ich wieder erstmal suchen hier, wo das Ding ist. Haben wir überhaupt eigentlich Skills? Ich weiß gar nicht, ich habe keine Ahnung. P. Kein Plan. Teleportation. Sand Morning. Ja, also wie gesagt, ich muss sagen, das Server ist hier schon ganz lustig. Also, es ist wie gesagt ziemlich schade, dass man jetzt halt nicht. Oh, jetzt kann ich teleportieren, weil ich gerade vom Akku angegriffen werde. Come on. Ja, jetzt komm. Wie oft muss ich noch aufmachen? Hier, jetzt geht's. Wow. Wow. Holy shit. okay, die haben ein neues Sand Morning. Die haben ein neues Sand Morning. Die haben ein neues Patient. Ja, okay. 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 Hier, das meinte ich. Alter, die haben ein neues Sand Morning. Alter, wie hässlich der Klau hier ausschaut. What the fuck? Alter. Die haben sogar diese Luftschiffe neu designt. Alter Schwede. Holy shit, man. People. Holy moly, schaut das krass aus. Boah. Alter, selbst diese Luftschiffe hier. Alter. Wow. Schaut das geil aus. Die Texturen schauen so ein bisschen sehr unnatürlich aus. Vor allem diese hellen. Aber. Ich meine, da wir jetzt live sind, ignorieren wir das Ganze jetzt einfach mal. Ich muss einfach sagen, holy shit. Also das schaut echt wirklich. Das ist wirklich ein Next Level Shit. Das ist wirklich Next Level Shit. Also sowas, das ist schon halt wirklich echt nice. Wir sind auf der maximalen Flughöhe, oder? Ja. Nur mit mal so ein, um es euch mal so zu verständlich oder mal zu verstehen zu geben, wie extrem das Ganze hier ist. Wir sind auf der maximalen Flughöhe von FLIVE. Und diese Dinger hier, diese Gebäude und so, gehen bis nach noch weiter oben auf alle Fälle. Keine Ahnung. Mal schauen, ob die alle hier Ding haben, Models, Hitboxen, whatever. Lol. Haben sie sogar. Holy moly. Also. Geil ist auf alle Fälle. Das ist wirklich nice. Das ist.
Das ist schon geil. Ich bin gerade irgendwie in so einen Dungeon reingefallen. Der war hier irgendwie so. Und hier ist eine Stadtwache. 125er Akro-Stadtwachen. Also ich bin ja quasi ein Eindringling und muss hier quasi St. Morning einnehmen, oder wie? Da können wir durchsneaken. Soll gerade gehen. Mehr oder weniger, ja, wir sind durch. Kommandant Rebell. Ist das cool gemacht, Mann. Alter, dieser Server ist cool, wirklich. Ohne Scheiß jetzt. Ich will auf diesem Server spielen. Das ist möglicherweise der momentan wirklich, vielleicht sogar echt beste Server, den es aktuell gibt. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit der Sicherheit und so. Das ist ja oft so immer die Frage. Aber ich meine, ich muss sagen, okay, die anderen Sachen sind Mainstream. Wir haben halt, wie gesagt, diese deutschen, englischen Server, die halt immer gleich sind oder ähnlich sind halt. Ich meine, keine Ahnung, da hast du mal ein Platin-Level mehr oder hast generell Platin-System drin. Auf dem anderen hast du irgendwie, keine Ahnung, 10 Dungeons mehr. Aber ich meine, sowas ist halt schon echt richtig unique. Und auch gerade die ganzen Features, die ich angelegt habe. Okay, ich bin jetzt gerade irgendwie dummerweise verreckt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier spawnen. Achso, jetzt komme ich ganz raus, oder wie? Gut, das ist auch okay. Also wie gesagt, ich muss sagen, es ist hier schon echt interessant. Ich finde diesen Server echt sehr, sehr spannend. Es ist hier irgendwie gar nicht mal. Naja, gut, müssen wir, was ist schon los? Leider gar nicht mal so extrem viel. Gut, es sind leider keine Shops drin, deswegen schaut es hier leerer aus, als es normalerweise ist. Aber ich meine, ich finde es halt schon cool. Hier das Ding wollte ich zum Beispiel auch mal sehen. Vielleicht kommen wir da schon rein. Wir kommen sogar rein. Können wir echt mal alle Dungeons anschauen. Super interessant gerade. Also ich finde es gerade echt nice. So, oh, hoppala. Okay. Lol, die Mobs, die bewegen sich in Lichtgeschwindigkeit. Aber ansonsten echt ein cooler Dungeon. Alter, die haben echt was drauf. Die haben wirklich was drauf. Ohne Scheiß jetzt. Also gut, dass ich jetzt gerade verreckt bin, das ist wahrscheinlich nicht so geil, aber diese andere Instanz da, mal schauen, vielleicht können wir da auch noch rein. Buffs holen. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht jedes Mal. Nein! Shit. Und Crash. Fuck. Okay, gut, ich kann dann schnell mit dem Ringmaster weitermachen. Ich habe gerade nur das Fenster da oben maximiert, deswegen, naja, okay. Macht nichts. Macht natürlich jetzt auch gerade nicht, während man gerade im Dungeon drin ist und so. Oder gerade im Dungeon reingeht. So, Chiol. Mal schauen, was uns noch so erwartet. Komm, zeig mir irgendwas Cooles. Irgendwas Nices. Oha, okay, alles extrem überbelichtet. Achso, Dungeon kann man nicht fliegen, ja, stimmt. Alter. Also, krasser. Ist echt krass. Das ist wirklich extrem. Der Dungeon, generell die Sachen, die es gibt. Also, ein Dungeon oder quasi eine Wüstenmap als Dungeon. Glaube ich, habe ich bisher noch nie gesehen. Ich meine, ist jetzt nicht schwer zu machen, keine Frage, aber es ist geil. Und auch hier so die Brücken und so. Schaut hier schon. Schaut sehr vielversprechend aus, finde ich. Also, es ist ein Server, den ich auf alle Fälle halten würde, wenn ich was verstehen würde. Und mich regt es gerade ziemlich, ziemlich auf, dass ich nichts verstehe, weil der Server interessiert mich super krass, übertrieben hart. Und also ich finde es gerade von so, oh, dieses hässlich gemacht da oben. Ich finde es gerade wirklich so diese Mischung oder diese Kombination aus Features, Maps, Dungeon und dem ganzen neuen Zeug, das es wirklich gibt. Macht es für mich persönlich gerade zum aktuell interessantesten Server, zumindest zum Spielen. Also wie gesagt, ich weiß, man kann jetzt sagen, CW-Fly und so hat auch krasse Features und alles. Darum geht es gerade nicht. Aber mir geht es gerade eher so darum, dass es halt einfach was ist, was ich noch, bisher noch nie wirklich gesehen habe. Also ich meine, sowas campen halt auf deutschen oder englischen Servern halt überhaupt nicht. Und wie gesagt, das ist super traurig, dass halt wirklich auch die Admins hier das Ganze nur auf Französisch haben. Und ich finde es auch ziemlich arrogant, wie die Admins hier agieren. Wie gesagt, das Server ist cool, aber die Admins scheinen mir zumindest ziemlich arrogant zu sein. Schreibt zum Beispiel auch einer im EPVP, sorry, I can't read French. Dann schreibt er bloß so. Ne, warte mal, wer war das? Denn? War das überhaupt der? Ja, dieser Meutle irgendwas. Linkt dann bloß unten Google Translator. Und
Ja, also so nach dem Motto, also ich würde mal Google Translator nutzen, um das Spiel spielen zu können. Also, das finde ich halt irgendwie schon ziemlich arrogant, aber. Naja, so, gibt es noch irgendeinen Volcano Dungeon? Mann, oh Mann, 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 Mann. Ich will diesen Server spielen. Ohne Scheiß jetzt. Genau, glaube ich, gibt es schon ein Bild im Forum. Das, glaube ich, ist ziemlich nice. So ein bisschen wie, wie Deathwing auf Zwölf Live. Das sind grüne Mobs, sind die Aggro? Ich hoffe nicht. Ne, sind nicht Aggro. Ein paar rote sind drin. Ich wollte gerade sagen, mal schauen, wie weit wir kommen. Also, gut, vielleicht können wir die gerade outrunnen. Mal schauen. Wahrscheinlich eher nicht. Ne, Hitboxen. RIP. Die manchmal Damage. Bisher zumindest nicht. Okay. Also, wie gesagt, ich finde es auf alle Fälle hier schon ziemlich cool. Der Dungeon hier ist nicht so geil, wie ich finde, aber dieser Vulkan-Dungeon und generell diese Lava-Dungeons und so sind generell, glaube ich, sehr, sehr schwer zu machen. Einfach weil man hier, wie gesagt, nicht wirklich ja, viel designen kann, auch wenn es da oben ganz interessant ausschaut und so, aber ist halt relativ schwer zu machen. Deswegen, ja. So, gibt es sonst noch irgendwas? Irgendwelche neuen Instanzen? Das ist Dramnuk. Was ist das für ein Ding? Kenne ich auch nicht. Da oben, was ist das für ein Ding? Ach, Leute, wenn man stirbt, kriegt man so einen kurzen Buff oder so. Ein Carrier Bomb. Generell diese Mobs, die hier rumstehen und so und Buffs geben. Das ist geil gemacht. Ist auch wieder ein neuer Dungeon? Auch wieder ein neuer Dungeon? Also, ich find das hier alles echt so interessant. Level 53er Dungeon ist wirklich Low-Level Dungeon. Ja, das ist mal cool. Dass man im Low-Level was zu farmen hat. Du bist dann als neuer Spieler auf dem Server und hast hier einfach mal ein Ding zu farmen. So ein Dungeon zu farmen. Das erinnert mich gerade zwar sehr an Pipetown von Noflife. Ist aber trotzdem verändert. Ihr müsst diese Standard-Darkroom-Map genommen. Oder auch nicht so wirklich. Bin mir nicht sicher. Ja, doch schon so ein bisschen. Ne, die Map ist glaube ich anders. Ganz sicher bin ich mir zwar gerade nicht, aber ich glaube schon, ja. Hoppala. Naja. Okay, wie gesagt, wir kommen aktuell nicht weit, aber. Boah, also ich find's nice. Ich find's. Ich will das spielen, ganz im Ernst. Da ist Alpresia, irgendein Reaktor, kennen wir schon alles. Kalgas. Sieht ja ein bisschen anders aus, glaube ich. Clockworks als Instanz, okay. Auch richtig geiles Bild. Damals, glaube ich, noch aus dem Offi oder so, bin mir nicht sicher. Mal schauen. Da ist nochmal ein Buff-Ding. Da geht's rein zu Ding. Achso, 70 bis 200. Scheinbar das Maximale wird dann 200. Also, ich finde diesen Server geil. Sagt mal eure Meinung. Ich habe gestern drüber geredet, dass irgendwie so viele Server kacke sind und nach 2 Wochen schließen. Aber ich finde diesen Server. Ich feiere den. Ich feiere den wirklich. Weil es ist halt schon was Besonderes irgendwie. Es ist also nicht nur. Ich sage das nicht nur einfach so. Das Server ist was Besonderes. Sondern der Server ist wirklich was Besonderes. Du hast hier wirklich mal nicht irgendwie 10% eigene Features, sondern hast hier wirklich 50, 60% eigene Features, die es einfach so entweder gar nicht gibt oder halt einfach in einer anderen Art und Weise gibt oder halt eben die dann nicht selbst gemacht sind. Also, das ist hier Kalgas, okay. Ich finde es auf alle Fälle, wie gesagt, ziemlich interessant. Das ist halt, vielleicht liegt das im Auge des Betrachters und so, aber ich finde es auf alle Fälle echt sehr lustig und vor allem dieses andere Ding da unten. Wie hieß es da? Nein, nicht das Ding. Nein, nicht das Ding. Nein, nicht das Ding. Genau, Instanz-Cooldown, auch sehr geil. Auch nicht das Ding. Was ist das für ein Ding? Infopeng? Ach so, Flive-Info. Flive-Hilfe? Die gibt es sogar wirklich hier. Lol. Scheinbar wurde hier nie auf Deutsch übersetzt oder so. Meteor. Ja, das Ding ist schon mal extrem geil und dieses andere Ding da. Na, wenn ich mal finden würde. Ich finde hier einfach gar nichts. Wie gesagt, sorry, aber ich finde mich absolut nicht zurecht. Was war denn das hier? Das Ding war das, genau. Das Ding ist auf alle Fälle echt ziemlich vielversprechend, wie ich finde. Schaut vor allem geil aus. Das Design passt jetzt auch wieder nicht so wirklich zu Flyfran, wenn man sich diese zwei Fenster mal anschaut, aber. Das ist vor allem auch so ein Ding, was irgendwie echt Potenzial hat, dass man wirklich hier eine bestimmte, in Anführungsstrichen, Quest abschließt, beziehungsweise irgendwas Bestimmtes macht. Hier zum Beispiel 99 von bestimmten Mob-Art killt. Oder ist es so? Nein, nicht wirklich.
Wie funktioniert das? Wir haben schon ein paar Mobs gekillt und so, aber wir haben nichts bekommen da. Keine Ahnung, vielleicht muss man irgendwas erledigen dafür. Auf alle Fälle, wie gesagt, ich finde es ziemlich interessant. Und ich würde gerne spielen. Auch wenn dieser Fisch hier mich echt dezent tiltet, aber. Okay. Genau. Gesichtsbemalung. Wie dem auch sei. Auf alle Fälle, ich beende mal die Folge mit den Worten, dass der Server hier echt sehr interessant ist. Wer Französisch kann, sollte hier echt mal irgendwie ein bisschen drauf spielen. Wer es nicht kann, wie ich, der spielt halt nicht drauf. Keine Ahnung. Und ja, vielleicht kann man trotzdem mal drauf hoffen, dass der Server irgendwann mal auf ja, Deutsch verfügbar sein wird oder auf Englisch. Englisch wäre geil. Und deswegen, genau, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten FlyFLP.